In meinem heutigen Video geht es darum, die Gedanken und die Wahrnehmungen anderer Menschen zu manipulieren. Es wird leider nicht dazu reichen, euch in die Lage zu versetzen, dass jemand anderer nach eurem Willen von der Brücke springt. Aber es könnte zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen euch da es ermöglichen, einen Job zu ergattern, weil ihr diese Information habt und eben die anderen nicht. Daher dranbleiben. Bei der Manipulation von Gedanken geht es im Wesentlichen darum, dass ihr mit Hilfe eurer Wortwahl Bilder entstehen lasst in den Köpfen der Menschen. Und diese Bilder könnt ihr so wählen, sodass sie den Gegenüber in positive oder negative Stimmung versetzen. Und je nachdem, wie diese Stimmung ist, wird sich auch die Wahrnehmung verändern. Sieht man mehr Risiken oder sieht man mehr Chancen? Sieht man das Positive oder sieht man das Negative? Das sind so die Bereiche, in denen sich das abspielt. Und um euch das zu verdeutlichen, habe ich ein paar Beispiele für euch. Hier ein paar Sachen, wo man das deutlich sehen kann. Wissenschaftler haben festgestellt, wenn es zwei Versuchsgruppen gibt und die eine Gruppe kriegt einen Film über die Karibik, über Urlaub, über spielende Kinder zu sehen und die andere über Krankenhäuser, über Schlachthäuser, über Tote und so weiter, dann verändert sich das Ergebnis eines Fragebogens, den Sie im Anschluss danach ausfüllen müssen. Und in diesem Fragebogen geht es darum, wie Sie sich fühlen, wie Ihr allgemeines Befinden ist, ob Sie glücklich sind oder nicht. Und natürlich ist es so, dass die Gruppe, die das mit der Karibik zu sehen bekommen hat, durchweg positivere Antworten gibt. Und das liegt einzig und allein nur daran, dass vorher dieser Film gezeigt wurde. Und diesen Effekt machen sich zum Beispiel Vertriebler zunutze. Und wenn ihr mal dran denkt, wann euch das letzte Mal jemand versucht hat, irgendwas zu verkaufen, dann kommen immer zuerst die Fragen, wie geht's euren Kindern, wie war der Urlaub? Und wenn man die Leute dann in diese positive Stimmung gebracht hat, dann versucht man ihnen etwas zu verkaufen. Und genau so funktioniert das. Man steuert die Grundstimmung des Menschen über die Bilder, die man entstehen lässt. Also wenn ich erzähle, irgendwo im Bewerbungsgespräch oder sonst auch irgendwo mit den Menschen, da erzähle ich von meinem Urlaub, wie gut es mir geht, die Gesundheit ist toll, meine Kinder spielen und alles. Und mit solchen Leuten verbringt man gerne Zeit. Aber es gibt eben auch Menschen, die die ganze Zeit nur, ja, alles ist schlecht und Ausbeute, mit denen verbringt man eben nicht so gerne Zeit, weil durch die Wörter und durch die Sachen, die sie erzählen, fühlt man sich einfach schlecht. Und die Auswirkung ist fatal. Also erstens, die Stimmung ändert sich. Aber hört euch auch noch das hier an. Wenn man Menschen nach ihrer Perspektive für die Zukunft befragt, also ob sie die Zukunft positiv oder negativ sehen, dann spielt es auch eine Rolle, wenn man ihnen vorher unterschiedliche Filme zeigt, wie gerade das mit dem Urlaub. Und zwar, wenn man irgendwas über Terrorismus, über einen Zombie-Horrorfilm oder sonst über Seuchen und über Krankheiten, über Krebs ihnen zu sehen bekommt oder eben über erneuerbare Technologien oder aufstrebende Firmen in Silicon Valley. Je nachdem, was Sie zu sehen bekommen, so wird sich auch der Fragebogen bezüglich Ihrer Perspektive für die Zukunft verändern. Und genau das ist der eine Fakt, den man schon mal steuern kann. Rede ich über positive Dinge oder über negative, wähle ich meine Worte positiv und baue Begriffe ein wie glücklich, Freude, strahlender Sonnenschein und so weiter. Also in diesem Bereich ist der erste Teil, den ihr schon mal kontrollieren könnt. Kommen wir nun zum zweiten. Der Mensch hat einen Geist, ein Bewusstsein und denkt meistens, dass dieser Geist es ist, der seine Handlung steuert. Doch es laufen viele, viele Prozesse im Hintergrund ab, von denen man gar nicht weiß, warum sie so passieren, wie sie passieren. Viele von unseren Verhaltensweisen basieren nicht auf Logik, sondern auf Gewohnheiten oder auf sonst irgendwelchen Assoziationen, die wir im Laufe des Lebens gebildet haben. Und da wären zum Beispiel so Dinge wie zum Beispiel, wenn ich jemanden Schokolade zu essen gebe und dem einen sage ich, die ist aus China, dem anderen sage ich, sie ist aus der Schweiz, dann wird dieselbe Schokolade aus der Schweiz besser schmecken als die chinesische, weil wir mit der Schweiz Stabilität und Solidität und so weiter und hervorragende Genussmittel assoziieren. Also der Mensch hat Erwartungen und Gewohnheiten im Kopf und die beeinflussen die permanent sein Denken und Handeln, weil sie abgespeichert sind und wir sind so konditioniert, dass wir diese Erwartungen im Kopf eben erfüllen und die verändern auch unsere Wahrnehmung. Und
Was gibt es noch für Dinge? Zum Beispiel heißt es, dass man eine Tasse Kaffee schmeckt besser, wenn die Tasse weiß ist, als wenn sie braun ist oder grün oder was auch immer, obwohl es derselbe Kaffee ist. Also ihr seht, so viele, viele Dinge passieren im Kopf, von denen wir gar keine Ahnung haben und die total unlogisch sind. Und genau das passiert, weil der Mensch Dinge miteinander in Verbindung bringt, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Aber sie werden erzeugt durch die Bilder, die man im Kopf hat. Ich gebe euch mal einige kleine Beispiele und versuche mal, euer Bild von dem, was ihr über mich denkt, ein bisschen zu steuern. Und hört euch das mal an. Zum Beispiel, ich habe mein Auto gekauft, weil es mir das Gefühl von Sicherheit gibt. Ich spiele gerne Basketball, weil der Zusammenhalt mit der Mannschaft für mich absolut das Größte ist. Mein bester Freund ist mein bester Freund, weil er einfach unglaublich zuverlässig ist. Ich habe BWL studiert, weil ich ein solides Fundament für eine gute Zukunft haben wollte. An meinen Eltern liebe ich, dass sie mir als Kind immer ein unbegrenztes Vertrauen geschenkt haben, egal was ich falsch gemacht habe. Ich investiere gerne in Immobilien, weil sie für Stabilität stehen und für eine langfristige, nachhaltige Rendite. Ich liebe Schokolade von herausragender Qualität. Das ist absolut mein Ding. Ihr habt jetzt einige Sachen auf euch einregnen lassen. Und ich habe kein einziges Wort darüber gesagt, wer oder wie ich bin als Person. Ich habe mich nicht selber gelobt oder was auch immer. Aber wenn man diese Kette von Dingen, die ich gerade gemacht habe, herunterleiert mit Schlüsselwörtern wie Sicherheit, Stabilität, Zusammenhalt, Solidität, nachhaltige Rendite und Vertrauen, das waren die Wörter, mit denen ich euch gerade irgendwelche Ankerpunkte im Kopf gesetzt habe. Und ich bin mir sicher, jemand, der nichts über mich weiß und nur diese Auflistung von dieser Liste sieht, wenn der einen Fragebogen ausfüllen müsste über mich, was ich für einen Eindruck auf ihn mache, dann wird er bestimmt nicht ankreuzen, dass ich der totale Chaot bin, der die ganze Zeit mit Optionsscheinen zockt und sein Geld mit Online-Poker verdient, sondern da wird er sagen, ja, das ist eher so ein solider Mensch. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Und genau das ist es, was ich meinte mit der Wortwahl. Baut Begriffe ein, die ebenso sind, wie sie für das Bewerbungsgespräch zum Beispiel erforderlich sind. Stabilität oder Solidität, Zuverlässigkeit, Genialität. Und sagt es aber nicht über euch selber, also so wie ich bin toll, ich bin zuverlässig, weil jeder tut das. Nein, man kann die Assoziationen in den Köpfen der Menschen völlig heimtückisch und unbewusst aktivieren, indem man solche Sätze ausspricht. Also selbst wenn ich meinen besten Freund lobe, weil ich sage, ja, der ist so zuverlässig. Allein, dass ich dieses Wort erwähne und ständig so rede, werden die das hören, diese Assoziation mit mir bilden. Und deswegen Manipulation, wie gesagt, Brücke springen, dafür reicht es nicht. Aber ihr habt durch eure Wortwahl wirklich unter Kontrolle, was Leute über euch denken und wie euch Leute wahrnehmen. Ob sich dieser erste Eindruck bestätigt, das wird vielleicht nicht immer so sein oder vielleicht ändern sie das Bild von euch. Aber im Bewerbungsgespräch, da zählt nun mal der erste Eindruck und wenn der gut ist, dann kriegt man normalerweise einen Job oder den Job, den man haben möchte oder zumindest mit größerer Wahrscheinlichkeit. Daher, das ist mein Tipp heute für euch, ein bisschen manipulieren. Macht euch mal über eure Sprache Gedanken und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, dann nutzt die Kommentarfunktion und ich bespreche gerne die Dinge mit euch. Viel Erfolg mit eurem neuen Wissen.